Mini-Gemüse. Das Thema lautet, wie kann ich auf einem Balkon, auf einer Terrasse, wo ich wenig Platz habe, auch etwas Gemüse anbauen. Es gibt wunderschöne Sorten, die klein bleiben und die trotzdem Früchte machen und die man auch auf dem kleinsten Balkon oder sogar auf dem Fensterbrett anbauen kann. Wir fangen mal mit der allerkleinsten Tomate an, Verino Mini. Das ist wirklich mini, man sieht, das sind so kirschgroße Früchte, die jetzt so ab Juli, Anfang August reifen und die man dann frisch von diesem kleinen Strauch naschen kann und zumindest ein wenig frisches Gemüse direkt auf der Fensterbank hat. Tomaten gibt es dann aufsteigend in der Größe über mittelgroße Exemplare wie hier Strongboy bis hin zu 1 Meter großen und eben zu diesen indeterminiert wachsenden großen Sorten, sodass da für alle Größen was dabei ist. Und es gibt sie eben nicht nur in Rot, sondern auch wie hier bei diesem Exemplar Strongboy Yellow in Gelb. Diese gelben Früchte sind immer etwas milder als die roten und wer so ein bisschen Probleme hat mit dem Magen, weil er die Säure nicht verträgt, der kann auch sehr gut gelbe Tomaten essen. Oder wer mal was Besonderes haben möchte, der nimmt zum Strongboy auch noch Purple Boy dazu und hat violette Früchte. Das ist ein bisschen was vorübergehend für die Augenweide, weil nachher, wenn sie wirklich reif sind, dann werden die Früchte auch noch rot. Es gibt natürlich auch noch herzförmige kleine Topftomaten und eine sehr breite Auswahl von Sorten, die man wirklich auf dem Balkon kultivieren kann. Wichtig ist da natürlich, wie bei allen anderen Tomaten auch, eine gute Nährstoffversorgung. Tomaten, die brauchen Dünger. Die sollten von oben auf jeden Fall trocken stehen oder trocken hängen, so wie dieses Exemplar neben mir. Das zeigt nämlich auch noch eine Möglichkeit, wie man Tomaten anbauen kann, wenn man keinen Platz hat, als Ampel. Aber alles sollte unter Dach sein, damit die Pflanzen von oben nicht nass werden, weil genau wie die großen Geschwister sind auch Topftomaten und Hängetomaten anfällig gegen Krautfäule und in einem feuchten Jahr, wie wir es im Augenblick wieder haben, werden sie dann genauso befallen wie die großen Exemplare. Deshalb unter Dach. Aber das kann man mit den kleinen Pflanzen ja viel, viel besser machen als mit so einem 2 oder 3 Meter hohen Exemplar. Neben Tomaten kann man natürlich auch noch andere Dinge auf dem Balkon oder auf der Terrasse anbauen. Auch bei den Paprika gibt es Pflanzen in allen Größen, angefangen von dem ganz kleinen Topfpaprika, der wirklich auch wieder auf dem Tisch wachsen könnte oder auf dem Fensterbrett, über mittelgroße Sorten, eben wie die Sweet Pleasure, hier eine rote, die zu Anfang jetzt noch erst grün ist, aber wenn sie abreift rot ist. Die sind süß und lecker und man kann sie so direkt vom Strauch knabbern, weil sie auch wenig Samen enthalten. Das geht also auch direkt auf dem Balkon oder auf der Terrasse. Man braucht dafür nur so einen Topf von etwa 3 bis 5 Litern Größe. Das bekommt man auch vor Ort noch hin. Neben den zwei Sachen gibt es dann auch noch etwas Besonderheiten, zum Beispiel diese Aubergine. Diamond Purple, man sieht. Auberginen können auch als kleines Exemplar richtig viele Früchte produzieren und haben nebenbei auch noch, hier oben sieht man es noch, sehr schöne Blüten in Violett, manchmal auch so weiß, sodass sie nebenbei auch noch eine halbe Zierpflanze sind. Bei den Auberginen empfiehlt sich das allerdings, sie halbwegs rechtzeitig zu ernten. Wenn sie zu groß werden, dann werden sie nur weich und schwammig, deshalb auch ruhig öfter mal was abpflücken. So hat man schon fast einen kleinen Gemüsegarten zusammen.